So. Schönen guten so, Tag. Mit dem Anfang. Abend so. Oder morgens, wann ihr auch immer dieses Video seht. Wir sind hier natürlich wieder bei den Flanen Männern und heute mit einer weiteren Episode von Let's Play F1 Racestars. Ja, Howdy. Wir sind hier wieder bei dem Rennen in Leck mich doch am Sack. Keine Ahnung, was gerade ist. Also auf jeden Fall, dieses Turn Lampukistan. Danke. Nur dieses Turnier hat nur 3 Rennen. Was uns sehr erfreut, müssen wir einfach mal ganz ehrlich zugeben, weil. Also mich erfreut es einfach, weil. Ghosts hier vorne, Aston Squid hier vorne liegen. Ghosts. Weil es in der harten Edition, also Marco hat so eine große Schatztruhe bekommen. Ja. Ich eben hab so eine, da war Gold drin. Ja, so eine Ghost-Maske bekommen, heute eben auch so ein paar Waffen mitgeliefert. Ja, haben wir es eben hier liegen, deswegen würden wir eigentlich auch gerne mitspielen, aber wir müssen ein bisschen F1 zocken, meine Damen und Herren, ja. Und danach nach FIFA Street. Oh, yeah. Junge, es wird so eine Qual, Junge. Ich habe gar keinen Bock. Ich glaube, da hat gar keine Lust drauf. Aber auch so, weißt du, so, wenn man so guckt, die letzte FIFA Street-Folge vor so einem halben Jahr oder so. Und dann, ja, wir sind hier wieder bei FIFA Street. Also letzte Folge haben wir. Die Tonqualität einfach viel schlechter. Das wäre dann so voll LOL. Das wäre noch das Handmikrofon. Ja, stimmt. Ah, ist das nicht voll komisch, wenn wir jetzt. Wie ist denn die Reihenfolge? New York-Turnier ist ja egal, ne? Die Reihenfolge, weil da können wir ja machen, wenn wir wollen. Ja, das Problem ist nur, wir haben dann keine. Ich wette, wir brauchen dafür so 2 Anläufe oder so, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Oh, stimmt. Nee, ich glaube, das Problem ist einfach, dass dann keine. Wo wir den Pokal dann bekommen, weißt du, so am Ende, so Glückwunsch, sie haben die World Tour. In den Arsch gebrannt. Das kommt nicht. Gebumst und so. Nee, weil wir das ja schon beendet haben. Dann sagen wir einfach, dass wir das schon gespielt haben, aber das ist verkackt und deswegen müssen wir einfach nochmal machen. Dass wir einfach null Bock darauf haben, es aber trotzdem durchziehen, weil wir euch lieben, liebe Abonnenten. Warum trifft dich? Achso, das wäre jetzt, sorry. MW3, sorry. Oh, ich brauche einen Tank. Da habe ich doch. So, hier snipern wir. Und da oben immer bewegen bleiben. Hier oben sind wir noch mal in der Bewegung. Ja, das machen wir halt nur, weil nicht so viel campen. Nicht so viel campen. Oh, die Typen, ey. So, nicht so nee. Tiger Montana. Get away, bitch, man, hammer. Hauptsache, ich wollte eigentlich gestern Abend nach The Walking Dead pennen gehen. Guck ich so, was noch so läuft. Die kamen gerade noch Family Guy. Habe ich das dann auch noch geguckt. Dann bin ich noch auf YouTube gegangen, weil da auch noch ein Video, was ich auch noch gucken wollte. Und dann kam ich irgendwie nicht zum Pennen. Aber ich glaube, ich bleibe wieder stehen. Das habe ich natürlich schlecht kalkuliert. Ne, ich bleibe so oder so bestimmt jetzt stehen. Obwohl, da hinten sind die Tanks. Ja, gut. Danke, dass jemand bei mir Wumms gemacht hat. Jetzt bin ich nämlich Poto. So, Vierter. Ich bin Dritter, du wirst mich jetzt überholen, weil ich so voll am Arsch bin. Also ich bin gerade gut dabei, mein Auto ist im Arsch und ich bin Zehnter. Das ist gerade der Wahnsinn. Das muss ich einfach mal so sagen, der Schuhmacher, der kann das auch. Fahr vorbei. So, MW3, sorry. Boah, dieses scheiß Wasser hier, ne? Aber also ich bin gerade auf dem 6. und vor mir war gerade diese scheiß Safety Car. Wieso? 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 Menschen machen Fehler. Mensch, macht mir! Schöner Tipp, ey. Ja, von Warni wird dieses Wieso? Was? TV Total. Und wer hatte das mal nochmal gesagt? Irgend so einer von den Grünen. Wieso? Ich glaube, der Tank ist übertrieben voll. Ist es denn eine Possibility? Ich habe da schon wieder eine Abkürzung gesehen, die ich eigentlich schon länger mal gesehen habe, aber noch nie lang gefahren bin. Fuck, mein Tank ist übertrieben. Scheiße. 2 von 5 Runden? Wollen die mich denn irgendwie... Mein Tank ist so krass voll, Leute, es tut mir leid. Wir müssen 5 Runden fahren. Ich dachte schon so, ja, 3 Rennen nur, cool. Scheinbar ist das letzte Rennen 20.000 Runden oder so. Also so wie in echt irgendwie. Ja, 75 Runden oder 65 ist das. Fuck, das wäre natürlich toll. Dann noch so um Nürnberger Ring, oder? Nürnberger Ring, du Spaß. Das heißt Nürnberger Ring, Alter. Siehst du auch so ein Nürnberger Ring. Ja, so heißt das. Was ist denn los? Nürnberger Kring. ich sag so Nürnberger Kring, Alter. Na, das Alter, ist ein Nürnberger Würstchen, oder? Was ist das denn hier?
Is it then the possibility? Is it then the possibility? Nein, kein rotes. Wieso seid ihr da eigentlich zwei Mikrofone? Das frage ich mich dann immer. Eigentlich das frage ich mich noch mehr, als wie sie sagt, wie ist es denn eine Possibility? Ist es denn möglich? Man kann ja nicht einfach sagen. Ja, zwei Handmikrofone, ja. Ja. Oh, Junge, die hat doppelte. Doppelte Aufnahmepower, Junge. Jo. Bei der läuft. Macht der mit Let's Plays ja, ne? Also ich meine, warum auch mit unseren Handmikrofonen? Ich meine, ja, das ist ja eigentlich. Also dieser Let's ich. Promote. Dich. Dich. Promote. Warte mal ein bisschen. Weil sonst wäre es ein bisschen zu schnell. Dich. Am Ende der Aufnahme. Hat er gesagt, tschüss. Dich. Ja, dann so in der nächsten Folge. Dich. So. Hat er gesagt, dieses Handmikrofon, ja, das wäre voll scheiße. Pizmeet nimmt auch damit auf. Also ihre. Ja, es hat auch, das haben alle gehabt. Das hatten auch Commander Krieger. Ich weiß nicht, was. Hat das sicher, das auch letztes Jahr zur Gamescom. Ja, ja, ich verstehe es auch nicht. Was der irgendwie hatte mit, dass das anscheinend schlecht wäre. Ich meine. Wieso? Wohl das Opfer, komm mal klar. Boah, Junge, komm mal Penis lecken. Komm mal Penis lecken. Wieso fahre ich denn in die Box? Ich bin da. Ja, ich auch. Ich bin ganz proto. Zeig mal. Aber ich bin Zweiter. Icke nicht. Irgendwer von uns ist. Ich bin Fünfter. Ich bin Vierter. Ich bin hinter Marok. Marco Marocco? Marok. Yes, hey. Andere. Mauro. Das ist irgendwie eine Abkürzung. Otto. Und Schükri. Otto, Normalverbraucher. Schükri. Schükri, Alter. Wer ist denn das? Der von Trödeltrupp. Schükri. Hey, wer ist denn Schükri? Krass, ne? Ja, aus welchem Land kommt denn der? Deutschland. Hm? Österreich. Ich meine, welcher Deutscher ist nicht Schükri? Also, einscheißen alle aus meiner Familie Schükri. Das ist so wie bei den Türken, dass alle Hassan heißen. Irgendwie. Dann heißen hier in Deutschland alle Hüsü. Oder wie? Hüsün. Schükrü. Schükrü. Hammerhart, der Name. Hammerhart. Jetzt gib mir den Busch, oder? Nein! Da lacht er. Klar wie Kloßbrühe. Andere wären davon Poto, hä? Huh? Und du lachst. Ja, ja. Jojojojo. Nee, nee, nee. Rot, 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 rot sind ne Hose. Hose, dich und dich. Boah, wie sind denn fünf Runden, Alter? Sind sie denn. Du bist mein Herz, du bist mein Glück. Du bist mein. Also, ich hab grad eben geguckt, wie lang die letzte Folge ging. Einfach 40 Minuten. Ja? Ja. Hallo, Brille. Warum? Darum. Wie viele Rennen waren denn davor? Es waren fünf. Boah, warum denn dann bitte? Ach, die wir hier vorher aufgenommen haben, ja, ja. Hä? Du laberst. Nee. 40 Minuten. Ja. Also 38 ist schon. Länger ist das Gameplay von Ghost, Junge. Ach, mit den Ghosts. Was denn? Das ist geil, das Spiel. Da ist nicht, mögen. Ja, aber woher wollt ihr wissen, dass es schlecht ist? Woher willst du wissen, dass es gut ist? Weil viele Leute der Gamescom gezockt haben, sagen, dass es gut ist. Ach, das haben sie übergesagt, obwohl das haben sie bei M3 gesagt. Nein, die werden dann von Activision bezahlt. Damit bei Black Ops meinten alle, dass es nicht so cool wäre. Bei das Sims ist das Geilste, weil man da so schön zusammenspielen kann, oder? Ja. Ja. Also besser als Black Ops 2 wird es auf jeden Fall. Weil Black Ops 2 das ist so schlecht. Black Ops 2 ist der größte Kack, Alter. Ja. Das muss besser als werden. Als M3. Ich fände es ja gut, wenn es einfach mal nochmal gut wird und auch Langzeit gut wird. Kein Spiel ist Langzeit gut, was man online spielt. Auf FIFA. Battlefield 3. Kommt drauf an, was für Nerven du hast. Ich habe nicht die Nerven, es immer zu zocken. Deswegen habe ich ja mal angefangen, Karriere zu spielen, weil es mit online einfach so aggressiv gemacht hat, dass ich nicht mehr konnte. Ja. Ich habe auch da teils die ein oder anderen. Und bei mir ist dann so, ich habe das halt doppelt als du. Ich kann bei gar keinem Spiel nicht aggressiv sein. Das ist einfach. Vor ME3, Leute, war Marco der ruhigste Junge, den ich kannte. Der war mein bester Freund auch damals, aber er war einfach so übertrieben ruhig. Und dann kam ME3, Junge. Hat mein Leben nein gestört. Nein! Ich bin nicht irgendwie verhaltensgestört geworden oder so. Ich weiß es nein! Mein Benzin ist leer! Komm! Oh, ich werde dir das jetzt so gern wegschnappen, einfach, weißt du? Hatte ich mir gerade schon im Kopf ausgemalt, wie das aussehen würde. Weil ich war kurz hinter dir, deswegen. Oh, jetzt ist mein Benzin leer. Aha. Aber was ist, wenn es ein Diesel ist? Nein! Ich hab Automatik-Auto!
Boah, ich guck mal, wie schnell ich bin, einfach weil mein Wagen so ganz ist. Der ist einfach funktionstechnisch wie eine Gänseblümchen. Okay, mich trifft kein Rotes. Hallo. Verpiss dich. Verpiss dich! Boah, wieso bin ich nicht in diese Scheißbox reingefahren? Ich bin so ein Hurensohn. Knappe Sache. Kev. So. Controller entfernt. Aserbaidschan. In Lampukistan. Ich sag das einfach nicht. Doch, komm, sag's. Ich wollte gerade sagen, eigentlich fände ich gar nicht mehr so schlimm, wenn der Tank ausgehen würde, dann müsste ich nicht weiterfahren. Davon kann ich Assassin's Creed auch nicht spielen. Ich bin vom 3. auf den 5. gefallen, am 7. Ich bin auf dem 2. Maurice auf den 1. Ich bin auf dem 3. Ah, ja, jetzt wo Jessica Checker. Ah, direkt mal getötet, Junge. Sag mal. Getötet, Junge. Ich auch, Maurice. Mach dich tot. Dolala. Schön, wenn man erst auf Indie-Box rein, das ist doch der Wahnsinn. Ich werde eigentlich nur gefickt die ganze Zeit, halt herum. Ach, nee. Wo der gefickt wird, ist schwul. Letzte Runde fast, na, scheiße. Ich bin 10. Ich bin vom, weißt du, was ich nicht verstehe? Vom 10. gefallen. Ach, danke, Safety Car, wow. Wieso dann teils dann so ein Farid namens Bang sagt, nur der gefickt wird, ist schwul. Also ich finde, wenn man, ist ja eher schwul, wenn man anderen in den Arsch fickt. Ich meine, wenn man vergewaltigt wird und man wird dann in den Arsch gefickt, kann man ja nichts dafür. Aber der dann einen in den Arsch fickt, der ist ja dann eigentlich eher der mit den... Da muss ich dir recht geben. Aber wenn Farid das sagt, dann wird das wohl stimmen. Ich meine, deswegen trainiert ja auch kein Mensch mehr Beine, ne? Sonst ja, weil man die im Club ja nicht sieht. Ja. Wer nicht fickt, wird gefickt in dieser Art. Pädophil. Sorry, es tut mir leid. Sorry, MW3. Was? Sorry, MW3. MW3, sorry. Ah ja, tut mir leid, ich hab die Lyrics vergessen. Die Lyrics nicht. MW3, sorry. Boah, wer ist ein Jessica Hurensohn, ne? Checker ist das, Maurice. Junge, hinter mir ist voll die Meute. Wenn ich mich jetzt überholen möchte, bin ich letzter. Lock her. Wie viel da bist du denn? 5. Oh, crazy. Ich bin 6. Zweiter. Ich bin 6. 4. Bin in Blaues reingefahren. Oh, gefahren. Gut, dass du dich so ein... Und bin 11. Diese ganze Gruppe habe ich jetzt überholt. Das ist nein. Das in Lampukistan. Boah, Junge, wieso beamen sich denn jetzt schon der 2. vor mich, Junge? Verpiss dich. Verpiss dich! 6. Ja, ja, das ist mein Moment. Das 5. ist mein Happening ist das, Junge, mein Happening. It's your hand. Why are you waiting for? Cause this is happening. Yeah, this is happening. Finish! Boah, Marco, du bist ja im 4. Rennen wie... Nein. 11. Weißt du, bist 11. Hast dann so einen Scheißboost und dann 7. bist du 7. und dann fährst du auf den Rasen und dann wieder 11. Stark. Stark. Sorry, MW3. Ach ja. War das nicht MW3, sorry? Ich war gerade mal das erste Rennen. 13 Minuten. Für das erste Rennen. In Lampukistan. Oh, 60.000, Alter. Nie Trophäen. Das ist noch weniger als 76.000. Das waren aber auch keine Trophäen, du. Also, Leute, das war auch dieses. Nein, da war. Na ja, mal keiner. So, Start ist schon verkackt. Macht ja nix. Ich rede einfach ein bisschen lauter, dann hört man mich nämlich auch, aber mein Rücken ist irgendwie so ein bisschen strapaziert. So ein bisschen Lampukistan. Deswegen. Ist das dann ein bisschen doof, wenn ich mich weiterhin. Du musst ganz leiser reden, man hört dich genug. Okay. Das sehe ich gerade in der Anzeige. Ja, aber in Lampukistan hört man mich nicht, oder? Ich habe auch kein Internet. Ne? The Voice. Okay. Ganz aus Interview. Na, The Voice auf Lampukistan. Chomla, 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 chomla. Chomla. In Lampukistan. Oh, ja. Fahr jetzt links lang. Da geht's schneller. Fahr ich rechts an. Ran, vor allem. Ist doch egal, wo es schneller lang geht. Nein, links ist man tatsächlich. Ja, ich meine, wenn es um Runden ginge.
Und wenn du da viel schneller bist, dann kannst du gleich Erster werden und mehr Trophäen einsammeln. Da wäre ich der Einzige, wenn er rechts wäre. Kann ich auch alleine einsammeln möchte. Was hab ich gemacht, Luis? Bin in dein Blaues reingefahren. Ich war direkt hinter dir, du hast das. MW3, sorry. So, die bestimmt richtig gleich. Ja, bin ich Erster? Ne, ich bin Erster. Wieso hab ich denn dann die Wolke? Ja, ich hatte Boah, wir haben sogar schon ein Zehntel. Das ist ja der Wahnsinn. Man fängt da dem Kleinen an und steigert sich dann. Annemarie. So heißt er auch diese Tachreporterin. Bayer Bunny. Annemarie, boah, die ist so nice, ne? Ja. Leck mich am Zucker. Nee, wir alle denken immer, dieser Daniel Animati fickt die. Ich glaube, das ist der Elchgelicht hinter dir, genau. Da fickt er die, Alter. Wieder die fickt die, ne? Ja, aber ich glaube, die hat einen Mann oder einen Verlobten oder so. Ist doch egal. So, hindert das irgendwas? Dann hätte man so witzig sein können, sagen können, ja, dann wird das doch auch verheiratet. Das war so schön imitiert. Wuff. Mach mich nicht, Boto. Hauptsache Wuff. This is the voice. This is the voice yeah, of Germany. Ich muss einfach mal eine Glockenstimme mal. Ich fahr mal in die Box, komm, warum denn nicht? Einmal, weil. Ich fahr mal in die Box, warum auch nicht? Ja. In diesem Sinne. Ganz wichtig, links lang fahren. Okay. Ich fahr rechts. Hm. In Lampistan. Noch sind wir ja Erster, ne? Ich denke, das wird auch so bleiben. Oh mein Gott, mein eigenes Gelbes habe ich getroffen. Ich hure nicht. Das ist natürlich doof. Ist ja Hurensohn. Für die, die es nicht wissen, in Lampistan. Ja, nee. Also wir haben einfach 15.000 von 60.000, was soll denn so? Ich meine die Hälfte. Was? Wir haben nicht mal die Hälfte, leider. Wir haben gerade mal ein Viertel. Ein Viertel, Alter, ein Viertel. Das ist der Scheißhaufen nach Germany. Wow. Jessica Schecker ist vor mir, Junge. Weißt du, ich bin irgendwie Erster oder so, könnte voll viel, oder Zweiter oder irgendwie sowas, könnte voll viel einsammeln. Ich glaube, ich bin Erster. Ja, okay, ich bin anscheinend Erster, weil ich bin. Oder es ist einfach wieder dieser Scheiß, dass ich diese scheiß Wolke bekomme. Was? War das seins? Ich bin vorwärts hinten. Weil du gelacht hast. Hä, wir sind doch. Arschloch. Ich dachte, mit Teufelfee sind wir alle irgendwie zusammen. Haben wir Teufelfee wow, gegessen? Wow, dieser, keine Ahnung wie der heißt, hat sich gerade vor mich gebiegt. Das ist natürlich stark. Danke. Danke dafür. Ey. Ich hab grad so dieses Ding, was Wumms macht. Wollte schon mal euch allen mitteilen. Jetzt haben wir schon 20.000, ne? Merkst du was? In diesem Sinne. Haben wir einen Brido. Ob das was gelbe Wumms macht? So. Das trifft mich, das wird mich treffen, das wird mich sowas von treffen. Ja, und ich fahre natürlich in so ein scheiß Ding rein, Alter. Leck mir doch die hoch. Ja, und ich fahre nochmal so ein scheiß Ding. Junge, wie viele verliere ich denn? Nur weil ich so einen dicken Penis habe. Das wird sein. Immer auf die Idee mit dem dicken Penis, weißt du? Ich bin vor Morris. Schnell los. Wow, ich hasse Safety Car. Das geht mir mit am meisten auf den Sack. Was bringt dir auch selber nichts, wenn du Safety Car als Vierter oder sowas bekommst? Machst du dann, weißt du, dann wird der langsamer und dann überholst du die alle, dann bist du ja Erster, wirst du ja langsamer. Wer ist das? Wer ist wenigstens Ey, so, wie viel bin ich denn? Das ist so ein Scheiß. Ich bin hinter Marco. Das ist ganz so gut. Das ist ich verrate. Ah, gut. Na gut, dann wollen wir ja mehr eingesammelt haben. Radikal. Wie erstmal bla bla suchen, aber nicht finden.
Interpol suche. Ah, Interpol war das, genau. Finden, weil ich verschwinde mit Bratwurst aus Indien. Habe ich gar nicht oft gesagt, während wir was aufgenommen haben. Gar nichts, wir haben nur geskypt. Ah, wir haben geskypt, dann habe ich das oft gesagt, genau. Was ich gestern? Ja, ist so davor, ne? Also gestern. Boah, bald sind Ferien vorbei, Alter. Ich hab keinen Bock. Ich hab so keinen Bock auf Schule, du glaubst es nicht. Vor allem erstmal erste Woche schön erst eine Arbeit und noch so ein Referat, was wir noch vorbereiten müssen. Das ist der Wahnsinn. Junge, ich würde nicht. Ich, und ich weiß noch gar nichts über das Thema. Noch nüs, aber na dann jetzt. Das muss ich für Donnerstag alles wissen. Mit noch drei anderen oder so. Ich glaube, wir sind eine Vierer- oder Fünfergruppe. Ja, ich hab so keinen Bock auf Englischarbeit, weißt du? Gott, ey. Ich glaube, ich bin der Mensch, wieso kann ich nicht einfach jetzt gar keine Arbeit mehr schreiben, weil ich schon Ausbildungsplatz habe? So, dass ich gar kein Zeugnis mehr brauche oder so. Das wäre doch schön. Hast du denn sicher, ganz sicher? Ja, ja. Warum lernst du noch für die Schule? Weil wenn das letzte Zeugnis muss man auch zeigen. Die können ja dann immer noch nein sagen. Okay, wenn die jetzt, wenn ich die Ausbildungsstelle fester als fest hätte, würde ich einfach nicht mehr machen. Da würde ich einfach. Ja, okay, aber wenn man dann irgendwann noch sich weiter schulen will, dann muss man dieses Zeugnis zeigen, wäre das vielleicht ein bisschen schlecht. Ja. Ich bin schlau genug, ich werde Astronaut, wie ich es immer prophezeit habe. Ich habe gerade so viele Dinger verloren, das glaube ich auch. Ich auch, ja. Ich meine, die bockischen Geische. Die zweite von uns hat gerade mal die Hälfte ungefähr. Wieso? Fast genau die Hälfte. Okay, an mir vorbei. Und geil. Ich trifft so ein scheiß rotes Ding in mich. Klingt gerade meine Oma. Nein, nicht noch. Nein. Ja, okay, mich trifft noch ein rotes, das ist ja. Ich will gerade einfach nur. Fick dich! Sorry! Einfach nur. Hier, Junge, frisst rotes. Boah, nein! Der Pisser! Ich will einfach nur den Controller weglegen. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Sorry, MW3. MW3, sorry. Guck mal, blaues. Fahr da mal nicht rein, Pisser. Nicht? Ne. Pisser. 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 Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Warum sind hier gar keine Blätter? Blätter, 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 Blätter. Eiskalt lässt du meine Sinn. Nein, sag ich doch. Was mache ich falsch? Nein. Das sage ich doch. Nein. 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 Das ist richtig, oder? Falls es irgendjemand nicht erkennt. Da. Wir sagen nein. Da ist jetzt gar keiner drauf gekommen. Danke, dass es noch mal. Warum trifft ich den Roten, Alter? Sacre bleu! Nein! Whistle die Diesel, oder? Das ist nicht die Snoop Dogg-Sprache? Der hat das doch erfunden. Ein Diesel und ein Whistle. Das ist schon ein Sizzle-Mizzle. Ich sitze auf dem Sattel. Sessel. Also ein bisschen vom Pizzle. Ein bisschen Pizzle. Ja, aber das ist ja Englisch. Weißt du? Also. Das übernimmt man ja nicht ins Deutsche. Also wer das macht, ist scheiße, aber. Das steht natürlich außen vor. Boah, ich sehe so viel. Danke. Danke, dass es genau in der Mitte ist. Schön nix sehe. Und fahr da noch hin! Ach nee, bin ich gar nicht. Okay, ne? Gut. Ich habe jetzt eine Wolke. Eine Walking Dead habe ich über mir. Eigentlich voll unrealistisch. Hast du den nicht aufgeladen? Ja, der ist eigentlich, warte mal. Interpol suchen, aber nichts finden, weil ich verschwinde mit Draht. Ja, das ist auch das Problem. Wie geht der denn die ganze Zeit aus? Na, vielleicht am Arsch oder so. Oder das ist auch so ein Wackel-Dackel-Controller. Aber ich Missgeburt, ich kann ja Items so wechseln, voll Wabbel, vergessen. Wackel-Armige-Mittelsen-Kamera. Ich würde mal gerne wissen, was meiner überhaupt kann. Hi, mein Name ist Jeff. Den haben wir des Bubble-Wackel-Armigen Windhosen-Kameraden-Imperiums. Und wir haben Lieferwiders haben wir einen Übersatz von Bubble-Wackel-Armigen Windhosen-Kameraden. Das heißt, sie können jetzt profitieren. Auf Rohrbekranch 100, denken doch kein Taxi an. Leisten sie immer Gesellschaft. Dann nehmen wir noch was bei Taxi beim Verkaufen oder so. Beta.
Was? Denkst du, ich schneide das rein? Wäre geil gewesen. Dann kannst du dann fahren. Ja, wäre geil. Nichts ja? damit zu tun dann. Battlefield 4. Beta. Ja, aber geil. Die Arbeit machen wir uns nicht für euch. Also so ist es natürlich auch nicht. Da haben wir keinen Bock drauf, uns das Video 5 Sekunden anzugucken, damit wir das reinschneiden können. Das weil das ungefähr 10 Minuten unseres Lebens kosten würde. Und deswegen haben wir darauf keine Lust. Weil wir scheiße sind. Vor allem wir. Ja. Weil nee, der Maus muss er machen. Der Maus keinen Bock hat, hat der Maus keinen Bock. Ganz einfach. Und da Maus mir nicht zeigt, wie man schneidet, kann ich das halt selber nicht machen. Maus, komm doch mal runter, so. Mann. Du ziehst uns alle voll runter. Okay. Was? Zeig ich dir gleich. Okay. Nee, das ist allgemein mal cool. Mal ganz unter uns, ja, ich sehe eine englische Bahn. Also, was der Maurice jetzt hier abzählt, geht schon mal gar nicht klar. Wir sind den ganz normal am Let's Play, dann kommt der hier mit sowas wie ich. Was sagt denn jetzt Maurice auf dem Hausboot? Jetzt hab ich so eine Glatze und die Hälfte Haare. Ja, Junge. Ja, Kretze, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Carsten Retze, ich hab die Facebook-Seite von dem nicht. Von Kretze? Carsten Retze? Ja, Carsten Retze, habe ich gestern. Wer ist Carsten Retze? Das ist Kretze, das heißt er mit vollen Namen. Carsten ja? Retze, ja. Ja, der ist Carsten Retze. Carsten Ammann. Was für eine Missgeburt ist das, Alter? Retze. Ich habe so viele das verloren. Ich fahre jedes Mal in diesem gepflegten Marktplatz, fahre ich in diese Dinger rein. Ich auch, ja, ich Mal, Alter. Ich verliere so viele Kack hier. Ich schaff's nicht, ohne da rein zu Nein. Fahren. Ich drehe jetzt einfach um. Was soll denn nicht? Ey, ich sehe gar keine Gegner mehr, oder? Boah, so ein Scheiß, Mann. Nein! Nein, 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 nein. Dieses Video, ne? Brrrr. Ja, dann so. Von der Müller-Mutsche. Dann dieses. When? Brrrr. Nein, nein. Nein. Das ist von Müller-Mutsch? Ja. Ach, wenn er dann so sagt, nein. Nein. Ey, wisst ihr was? Was ist jetzt so lustig? Warum grinst du? Wisst ihr was? Komm, Marco, treff. Wisst ihr was? Was denn? Ich hab grad Lust auf Assassin's Creed. Hätte man jetzt, wusstet ihr noch nicht, ne? Nee, aber ich kann's mir nicht vorstellen. Ich meine, das ist grad. Naja, ich hab das grad vor ungefähr 3 Stunden gekauft. Und jetzt liegt das hier vor dir und wir spielen F1 Race Stars. Was mir grad so den Jungen mal das jetzt wieder trifft. Wieso kann ich nicht einfach mal so 2 verlieren? Dann wäre ja alles okay. Aber nein, ich muss ja direkt 300.000, oder muss ja alles. 300.000. Wir müssen ja alles hintereinander. Muss raus, ja. Junge, die Game. Verkaufst, oder? Das ist so wie. Ja, und da kommt noch ein rotes. Ich fass es nicht, Junge. Woher kamen die das denn alle? Das hat mich gerade getroffen. Das ist so eine feierliche Masse. Wie viel da bin ich denn schon wieder? Ja, wenn du. Irgend so ein Pisser hat mich vor mich gebeamt. Also ja, das war ich. Ey, du bist Dritter oder so, Maurice. Ja, jetzt. Jetzt bist du Zweiter. Ich hab's geschafft. Cool. Toll, ne? Hat dich gerade auch getroffen. Ja, hab ich. Das war meins. Ja. Ah, scheiße. Ja, schlecht, ne? Ja. Fuck, bist das jetzt nicht der Community? Du hast nicht. Kannst du mal einen Satz beenden? Carsten Retze. Ist cool. Ach, Mann, Maurice! Das war nicht mal meins, aber es war vor mir. Ja, ich krieg dich, Junge, bei mir ist es soweit, Junge. Jetzt bin ich aufs Dach. Aufs Dach, Junge. Mann! Da kommt Oh, ja, natürlich! Komm, fahr nochmal rein. Guck mal, ich fahr jetzt da einfach nochmal rein. Einfach aus Prinzip. Nein, nicht. Ich werde so, dass. Pierre Emily, wie viele sind denn hier? Guck mal, die anderen haben 26. Ihr könnt noch 300 Mal da reinfahren. Dann werden die trotzdem noch nicht so gut wie wir. Ja, aber dieses Spiel regt mich gerade einfach nur so auf. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, weißt du, dann habe ich so viel und dann fahre ich einfach, da kommt einfach so ein scheiß Roses oder so ein Kakuren, so ein Ding. Das ist dieser scheiß Brasilianer, ich habe kein Leben und wir haben kein Geld und leben alle auf der Straße, Ding. Überfährt mich dann und dann verliere ich wieder 300.000 Trophäen. Wieso denn, so viele? Wieso einfach nicht 2? Warum? Ja, warum nicht einfach das, nur 2? Ist das ein Squid 4? Das neue? Ja, Black Flag. Ja? 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 Mit, ja, diesem, mit dieser Bonus-Vorbesteller-Ding, wo ich gerne vorbestellt habe. Ist das nicht gestern erst rausgekommen, glaube ich? Ja, ja. Warum spielen wir das eigentlich nicht? Weil wir ja gerade, wie heißt das? F1 Race das Spiel. Ach so, okay. Wann guck spielen wir das denn? Oh, guck mal. Ups. So sind wir verleiten. So kommen wir nie zum Ende. Lass einfach das Pizza ein paar Mal wo reinfahren. Wir brauchen ja nur noch 11.000. Das ist einfach das ist ein Pipifax. Also wir brauchen nur noch 10.000. Ich hab keinen Bock mehr, ne? Ja, natürlich kommt jetzt so eine Scheißwolke. Das war das zweite wieso wechselt, Rennen. Wieso wechselt die das Wolke? Das war das zweite Rennen. Wieso wechselt Rennen? Die Wolke eigentlich? Das war das zweite Rennen. Ja, ich weiß es doch.
Wir sind bei einer halben Stunde nicht mehr. Ist egal. Wir brauchen nur noch fast. Was mit nur noch 7000? Nur noch 7000. Das ist ja nicht so wie bei den anderen Rennen, wie man eigentlich nur braucht oder so. 60.000 sind die denn des Wahnsinns? Wir haben ewig Zeit. Da muss man doch 600 Dinger von denen einsammeln, oder? Ja. Oder bin ich gerade vollkommen behindert? Eins, also eine Trophäe gibt 100, hast du recht. Natürlich verliere ich dann nochmal 30 Millionen. Talk dirty to me. Marco, wenn ich mal fragen darf, ich werde sowieso noch getroffen von irgendwas. Was erwartest du von Black? Ja, aber echt fast. Was meinst du, was? Ich erwarte, dass ich Schiffe fahren kann. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich will eigentlich gar nichts davon sehen, weil ich will das dann. Kaufst du das auch? Nee, ich glaube, mein Bruder holt sich das. Ich glaube, ich mach's einfach so, dass wenn der das dann durch hat, kann ich das dann. Ich warte, weil bis das Angebot bei etwas live rauskommt. Weil wir bekommen ja so ein Angebot dafür. Dann bekommst du es für 40. Dann hol ich mir das runter. Wieso bekommt man denn ein Angebot? War kam dieses Xbox Live-Ding da. Anstatt das Spiel bekommen wir Rabatt auf das Black Flag. Dann laden wir uns runter. Aber ich glaube erst nächstes Jahr oder sowas habe ich gelesen. Ich finde bei diesen Xbox Stores, das ist immer voll überteuert. Dann sind da so Spiele wahrscheinlich MW2 immer noch für 60 Euro drin. Ja, ist echt so. Ist weil ich was mir richtig behindert finde, es kann sein, dass ich, korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, falls wenn ich Xbox bin. Entweder bin ich einfach nur behindert, oder es ist wirklich so, dass du, wenn du dir ein für deine Xbox ein Thema kaufst, ein Hintergrundbild, und du guckst dann so, dann steht das Thema. Das heißt so. Dann steht halt eben COD Ghost. Dann ist so, okay, ein Ghost-Team. Gehst du drauf und dann lädst du es dir runter, aber nirgendwo kannst du gucken, wie das am Ende aussieht. Ja, das verbindet. Da steht einfach nur von welchem Spiel oder so. Oder von welchem Film manchmal, aber du kannst nicht sehen. Dann gibt es einfach so 300 von diesen Scheiß-Dingern. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, entweder sind wir dumm. Kommen jetzt 300.000 zu finden. Nee, nur 75.000 Punkte. Toll. Vor allem mit diesen Abzeichen, da kriegst du doch in der Stunde gerade mal 3. So, was müssen wir jetzt machen, was wir denn? Am besten machen wir einen Cut. Am besten Cut. Danke fürs Zusehen, tschüss. Weil wir waren jetzt bei einer halben Stunde, ich hab keinen Bock mehr. Guten Tag. Guten Tag. Warte, nicht starten, ich will einen Schluck trinken. Dominique, Nike, Solane. Das war voll witzig, Maurice. Was? Zero. 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 Okay, weiter. Dann bin ich auch noch. So, wie viele Runden jetzt dreimal? Das waren einfach mal 75.000 von diesen Dingen, wenn man an einem vorbeifährt, kriegt man ja Nigger so. Senior Windschatten. Nigger Senior. 10 bekommt man dafür pro Sekunde. Was? Ja, aber wenn du an einem vorbeifährst, kriegst du 200. 200. Und das geht bis 75.000. Musst du dir mal vorstellen. Mein Wagen ist fast im Arsch wieder. Talk dirty to me. Ich fahr jetzt auch einfach nicht. Ich fahr einfach ganz normal dieses Auto. Ja. Den mach ich nicht. Ist mir voll egal, wie das jetzt wird. Guck mal, mein Wagen ist schon gefickt. Was soll das? Ich versteh's nicht. Jetzt kommt auch eine Boxengage. So wie bei FIFA Street am Ende. Einfach gar keinen Bock und man muss sich da durchzwingen. Ah, so sieht's aus, ey. Wie bei einer Wahlgeburt. Gar keinen Bock drauf, aber es muss sich durchzwingen. Jetzt werde ich ja. Toll. Der Wahnsinn. Aber wir müssen es erstmal fertig kriegen, ne? Ja, das ist ja. Das ist das dritte. Und danach kommen noch 5. Wow. Ich. Genauso lange dauern. Jedes Rennen. Und dann sind wir fertig. Machen wir bis 90.000 oder so, hm? Also dann müssen wir eigentlich noch diese anderen 5. Ach, weg, Dramatik. Werden die bestimmt auch machen, ey. Ich habe auch gerade richtig Lust auf FIFA Street, weißt du? Toll. Das ist awesome. 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 Leck mich doch am Zwickeli.
Deutschland kam noch gar nicht, ne? Ne. Finde ich gut. Ja, toll, danke. War aber hier jetzt auch nicht dabei. Bei dem. Das ist das letzte Rennen, ne? Nee, weißt du, Maurice, das war dabei, aber es kommt einfach nicht. Hä, hey, was? Ja, ich habe gesagt, ja, Deutschland kam ja, diesmal war ja gar nicht Deutschland dabei, ne? Also, ja, es war ja auch nicht dabei. Nee, wieso sollte es denn auch sonst nicht kommen? Du hast gesagt, Deutschland war ja noch nicht. Ja. Nee, ich habe gesagt, Deutschland war ja gar nicht. Du meinst, Deutschland kam ja noch gar nicht. Kam ja noch gar nicht. Ja. Nee, ich meinte, ich habe doch gar nicht noch gesagt. Doch. Hast du gesagt. Also hab ich es verstanden, auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare. Was er gesagt hat. Weil wenn er uns anlügt, müssen wir ihn auspeitschen, leider. Ja. Yeah. Was hat er jetzt gemacht? Was macht er? Oh. Ich freue mich auf Lego, ne? Gott, Junge. Rücken. Nee, da sieht's ja, ich glaube, da muss ich mir so eine Rückenstütze oder sowas kaufen. So. Also ein Metallgerüst, was in meinen Rücken. Er nimmt ja nicht alles auf einmal auf. Alter, das... Er wollte ja das ganze Let's Play an einem Abend aufnehmen. Nein, ja, also, das sind zwei. Also das sind zwei oder drei machen wir wahrscheinlich nur. Dann machen wir nur das und... Obwohl, ich muss ja noch Assassin's Creed machen. Deswegen... Ihr habt ja nur so krasse... Boah, natürlich zu... verkackte Rücken also gehabt, weil ihr irgendwie noch, ich habe 15 Folgen machen muss und ihr habt das alles an meinen Abend gemacht, deswegen also, wollte ich so am Arsch. Das war aber auch nach 5 Folgen wäre das schon so. Weil wir hatten ja, stimmt, das hatten wir mehr Runden, ne? Ja, weil das Dumme war ja, wir hatten ja noch nicht das mit dem Mikro, deswegen mussten wir voll nah dran gehen. Ja, ja, das schloss nicht verstanden. Junge, da... hatten wir ja noch das Handmikrofon. Ja, stimmt, da lasst ihr ja so, ne? Oh, Junge, das könnte ich gar nicht, Alter. Und das die ganze Zeit. Und war es trotzdem zu leise. Ja, das ist krasse. Und hat es gebracht. Ja, das waren wir auf Lautstärke 30 oder so. Wir mal, hä, wie ist das denn so leise? Das kann doch nicht sein. Hätten wir mal in die Browserversion schreiben können, dass wir es erstmal am PC lauter machen. Das war doch gar nicht auf Deutsch, ne? Weißt du, dann kaufen wir so einen Scheiß-Headset, dann ist das auf irgendwie Englisch, Finnisch und Russisch oder sowas. Talk dirty to me. Ja, stimmt, das darf eigentlich nicht sein. Kann ja nicht einfach mal auf Deutsch. Ja, okay, hat es in Amazon bestellt, da muss ja, steht ja auch, wo von wo es geliefert wird, ja. Ja, es war ja, wann war das denn da? Das Mikrofon. Weißt du, was ich glaube, am Donnerstag war das auf jeden Fall, ja. Nee, wie viele Tage das ungefähr waren? Ich glaube, zwei. Ja, zwei. Ja, kann es nur aus benachbarten Ländern gewesen sein. Auf welche Sprache war das denn? Vielleicht Frankreich, Blue Yeti, Yetis, Franzosen, ne? Blue ist Englisch. Ja, ich meine, wenn du das... So. Ja, als ob die in Frankreich irgendwas Englisch nennen würden. Die übersetzen ja jedes scheiß Wort in ihre Kacksprache. Ich meine, es gibt selbst eine Bedeutung für cool Französisch. Ja? Ja. Die übersetzen einfach alles ins Französische, damit man auch bloß kein anderes Wort, ganz andere Sprache spricht. Ich könnte alle Englisch, aber die wollen es einfach nicht. Ich hasse Frankreich einfach nur. Einfach absolut scheiße. Was? Hast du mich hab ich dich angeguckt? Nee. Ja, wusste ich ja jetzt nicht, deswegen. Ja, frag doch mal nach. Wollte ich ja gar nicht. Dann bist du mir ins Wort gefallen. Ach so. Also du hast gesagt, was? Ja, was ist jetzt nicht? Hast du mich angeguckt? Ja. Was hast du mich angeguckt? Was hast du mich angeguckt? Ey, was hast du mich angeguckt? Nee, was? Hast ja, was, angeguckt? Was? Was? Kann auch heißen. Ja, aber was hast du mich angeguckt? Ergibt keinen Sinn. Das reicht. Häng dich auf. Häng dich auf. Hä? Das war jetzt dann nicht Maurice. Ach so. Wusste ich nicht. Was? Hast du mich angeguckt? Ja. Ein bisschen Wumms. Steckt kein Wumms dahinter. Oh. Karacho. Das ist die erste Zeit seit langem, dass Marco mal eine Zeit lang ein anderes Spiel spielt als FIFA. Oder Kracher. Die hätte ich ja in der Klassenfahrt mitgenommen. Cooler Kracher? Ah, die sind voll geil, die Dinger. Ja, die sind echt geil. Ich muss sagen, die Schnecken haben das ein bisschen überholt. Die Schnecken mittlerweile schon besser. Boah, ich liebe diese sauren Zungen, ne? Oh. Ich kann die nicht essen, Alter. Die kleben an meinen Zähnen wie sonst was. Oh ja, oder diese Schlümpfen, die kleben auch. Ja, ja. Die gehen gar nicht, ey. Gar nicht. Da gibt's ja auch diese bunten Cola-Kracher, weißt du? Ja, ja. Die hatte ich, meine ich auch.
Wie heißen sie nochmal? Obwohl ich die Cola-Kracher an sich am besten fand. Also ich finde die... Ja, die habe ich auch immer nur gegessen. Ja, die bunten finde ich jetzt nicht so toll. Ich habe immer die Cola und die roten. Geil. Die grünen. Warum treffen mich nur rote? Wieso? Oh man, hier ist voll die Horde, Junge, die Horde. Wir haben ja gerade mal die Hälfte. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? Wir sind Erster übrigens. Jetzt sind wir Zweiter. Jetzt sind wir Erster. Das wird so ein unspannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Was uns nicht interessiert, weil es sowieso scheißegal ist, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter werden. Beste Einstellung ever. Och. Safety Car. Schön Knubbel bilden. Nee, ich werde jetzt sowieso für wieder vom Roten. Ja, danke. Und da kommt noch ein Rotes. Aha, okay. Das finde ich nämlich... Oh, in letzter Sekunde noch diesen scheiß Hurenluftballon hingeworfen. Weil das Sinn macht, habe ich gehört. Von was soll ich denn jetzt das erste noch für Punkte machen? Wenn man so Leute überholt, kriegt man, glaube ich, diese Dinge. 10, 100 Punkte bekommst du denn. Ja. Und was soll ich denn jetzt noch machen? Vielleicht kann jemand in meine scheiß Blase reinfahren und dann... Bekommst du 100 Punkte? Ja, aber dann lass ich doch zurückfallen. Ja, bestimmt. Ja, dann... Guck auf die Straße. Guck auf die Straße. Boah, Junge, der Sebastian Vettel, ey. Ja, seid ihr zusammen. 3, 2, 1. Guck auf die Straße. Wie kann ich jetzt irgendwie dumm vor? Ein bisschen. Remix. Ups. Oh. Auf die Straße. Dicke Nase auf die Straße. Und ich werde wieder von einem roten... Man kann einfach nichts dagegen machen, guck mal. Es wird einfach so oder so. Und da kommt direkt noch ein rotes... Ja. Oh, das ist sogar an mir vorbeigegangen. Ist ja wie gnadig. Ist ja zu gütig, Alter. Haben mich ja bisher noch gar nicht 300.000 von den Dingern getroffen, ne? Obwohl ich krieg immer nach einer gewissen Zeit, weil ich Erster bin, 800. Irgendwie. Ja, dann der fette Erste. Du. Wieso kann sich diese scheiß Safety kann ich einfach mal verpissen? So lautet der Plan. Hä, wieso stehe ich? Arsch, ich muss mich beeilen, wir kommen uns echt nah dran. Echt? Ich bin ja... Das ist aber voll der Knubbel. Ja, ich bin ja knapp... Ja, ich habe scheiß Safety Car, ich kann mich nicht beeilen. Jetzt muss ich auch noch in die Box. Aber Maurice zum Beispiel erster wäre jetzt ja auch nicht... Oh, natürlich die Wolke. Ich bin nicht Zweiter. Die Wolke. Straße. Die Wolke. Der Wahnsinn. Der Hammer. Der Hammer schlechthin. Einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin. Wovon ist das denn? Die TV-Anal. Genau, das wollte ich halt auch sagen. Ja? Der Hammer. Nee, ich meine TV-Anal. Ja, ja, das wollte ich halt nicht sagen. Schöni. Pierre. Bruce! Bruce. Ja, habe ich ja in meinem Team drin, den Bruce. Manchester Bruma, aber. Oh, mich trifft dafür. Ich wette, mich trifft das Rote, oder? Nicht dich. Ja, mich. Bruce. Und nochmal? Ja. Das. Schön. Also ich habe schön hier, ne? Also ich habe gerade richtig Glück mit den Roten, muss man einfach schon sagen. Das ist, ich treffe die quasi nie. Ich bin jetzt gleich eine Runde gefahren, ohne kaputt zu gehen. Warum habe ich das jetzt gesagt? Das werde ich noch kaputt gehen wahrscheinlich. Nein. Zack, Krabbel. Nein. Ah ja, es war bei diesem Typen, der. Ja, sollen wir mal One gegen One machen? Nein. Ah ja, genau, bei Von der One? Bei dem. Bei Z. Ja, weißt du doch. Z und dann irgendwie 300.000 ZOB. Z1, 3. Wieso nennt man sich eigentlich bitte so? Wie? Achso, ja, keine Ahnung. Und ich war die erste Runde gefahren, ohne kaputt zu gehen, dafür einen Daumen nach oben. Da der Motor ist ein Träger. Jetzt gehen die Daumen nach unten. Was, welches Video nicht auch ganz gut angekostet ist, gut angekommen. Viele Klicks, ich glaube 500 Klicks mittlerweile. Ist FIFA 14 auf der Gamescom von uns. Hm. Ich habe 3 Daumen nach oben, 2 nach unten, aber trotzdem an sich viele Klicks. Ja, wegen der Quali, finde ich mal. Ja, dann geht doch mal selber auf die Gamescom, baut eine HDVR auf oder eine Elgato und dann können wir mal schauen, wie viel Zeit ihr dann noch habt. Ja, weil die hetzen euch doch da auch total, die hauen euch da quasi tot. Eine HDVR und KSI. Laptop und die hatten auch nur alle nur
Kamera. Aber es gab welche, die haben halt eben so aufgenommen, die hatten da. Ja, aber die waren dann auch in so einer Community Lounge, weißt du, da konnten die ganz gechillt. Ja, stimmt. Ja, okay, warum sind wir eigentlich? Haben doch irgendwie zu 20, also 20 Spiele oder so locker gemacht, Alter. Warum sind wir eigentlich nicht in der Community Lounge gewesen? Weil uns keiner kennt. Du brauchst so einen Pass. Also meine Mom kennt mich. Kriegst du von dir so einen Pass? Meine Mom? Ja. Hä, bekommen CK von seiner Community einen Pass? Geben die Abonnenten dem einen Pass? Oder was? Oder wie versteht das? Nein. Von ihren, von dem Sponsor, von dem Partner. Ah, wir brauchen ein Netzwerk. Das heißt nur Community Launch, weil da die... Nee, weil Community ist ja eigentlich nur die Abonnenten. Wenn die sagen, ich will eine coole Community haben, meine die ja mit der Abonnenten. Da meine ich, Community, meine Mom, und dann meinst du, da gibt deine Mom dir einen Pass. Dann dachte ich, dass die Abonnenten dem CK einen Pass geben müssen. Das wäre ja nicht. Ich hab drei gelbe. Ja, treff mich noch, du Pisser, Mann, ich bin letzter. Nicht in diesem Ton. Ja, du, wir müssen noch gewinnen. Warum? Nach 5000 nur noch. Schießt du mich denn ab? Ja, ist das sowieso egal, wenn du letzter bist. Bingo. Kannst du wieder alle überholen. Boah, wow, Bingo, diesen Fettsack. Ich hab ihn gehasst. Weißt du, bei Bingo. Da gab's noch mal so ein, der das moderiert hat. Ja, Bingo, das war so eine... Nee, Alter. Hä? Bingo. Ich hab noch nie eine Bingo-Sendung gesehen. Ja, aber das war so ein Fettsack gewesen. Warum guckst du dir Bingo an? Nee, das war früher, hat meine Oma das immer geguckt. Bingo, fuck, Alter. Fuck, das ist denn? Ja. Ja, das ist das so gar nicht, das ist dieses W. Wir beschließen das jetzt einfach so. Nicht. Bei Bingo, dieser Fettsack, ey. Und du hast mit deiner Oma Bingo geguckt? Nein, das lief dann immer... Ja, und du sitzt hier unten, guckst und hörst dir Bingo von deiner Oma. Als ich oben vielleicht in die Küche gegangen bin. Der Hund. Und dann hast du Bingo angehört. Und bist dann schon wieder umhingegangen. Soll ich die Ohren zumachen oder was? Naomi, guckst du wieder Bingo? Oh, wie schön. Ich halte dir ein bisschen die Muschi fest. Das ist ja komisch gewesen. Was? Mir hat nichts anderes eingefallen. Hier nicht bei Carsten Schrei. Ja, der hält jede Muschi. Das war kurz das letzte, ne? Wollen wir diesen Pokal auch noch in dieser Aufnahmesession machen? Was für ein Pokal? Den letzten Pokal. Ja klar. Warum? Achso, jetzt in der Folge oder in der? In der Aufnahme. Ja, in der Folge. Komm, machen wir 3 Stunden Folgen wieder aus. Wie viel haben wir denn? 3,5 Stunden? 4 Stunden jetzt genau. Ah, ist doch toll. Ja, dann beenden wir die Aufnahme. Perfekte Let's Play-Folge. Wir haben sogar Gold geholt. 10 Sekunden.